Wie siehst du denn aus? Gehst du zu einem Kostümfest? Erkläre ich dir später. Ich muss jetzt los. Ja, das ist eben italienisches Temperament. Erstmal molto furioso und bei Nacht largo triste. Pass mal auf, Theresa wird gleich pünktlich im Laden zur Arbeit erscheinen. Du nimmst die Angelegenheit kein bisschen ernst. Ja, was soll ich denn tun? Inge, was ist denn bisher passiert? Was denn? Überhaupt nichts. Italiener sucht Italienerin, weiter nichts. Ich hab dir doch gesagt, wie die beiden bei Heinz aufgetreten sind. Die haben versucht, ihn zu drohen. Das sind echte Mafiosi, sagt Heinz. Heinz sieht doch bei jedem umgekippten Glas Bier gleich eine kriminelle Machenschaft. Und klar, bei Heinz ist jeder Sizilianer Mafioso. Ein bisschen sehr unsensibel mit der ganzen Geschichte um. Warum wollte Mariella denn die Pistole unbedingt behalten? Also die hier nicht. Nein, die da. Hey, Finger weg, da darf nur ich dran, hm? Das ist ja eine Begrüßung. Josie? Genau, die alte Josie. Wie geht's dir denn so? Ist lange her, was? Mhm. Sag bloß, du erinnerst dich nicht mehr an mich. Doch, doch. Bill, was machst du denn da? Finger weg, Finchen! Ist das deine? Ja, ist meine. Finchen. Sag mal, was hast du denn eigentlich mit diesen Italienern zu schaffen? Ich? Eigentlich nichts. Außer, dass die eine, Mariella, bei mir arbeiten will. Und in dem Augenblick taucht dieser Typ hier auf, Tullio. Sagt mir, verrat mir, wo die Alte ist, oder ich trete lieber Urlaub. Ach, hat er gesagt? Na ja, nicht genau so, aber so ähnlich. Und diesen Tullio, seit wann kennst du den? Das sag ich doch. Gestern kommt er hier reinspaziert, vorher hab ich den noch nie gesehen. Und den anderen? Den Bruder? Genauso. Das ist alles, was wir aus Italien über diesen Tullio rausgekriegt haben. Da läuft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und seinen Vater. Wegen Brandstiftung, wie du vermutet hast. Ja, dann können die ihn noch festnehmen. Das heißt, dass die Staatsanwaltschaft da unten gegen ihn ermittelt. Aber der Richter noch keinen Haftbefehl ausgestellt hat. Und wir könnten ihn nur dann hier festsetzen, wenn er mit Haftbefehl gesucht wird. Verstehe. Tja. Und was mit dem anderen, dem Bruder? Der ist sauber. Der ist in Münster gemeldet. Schon seit Jahren. Führt da ein Lokal. Liegt nichts gegen vor. Kannst dir mal reinschauen. Ja, aber irgendwas muss man doch machen können. Die verfolgen hier die beiden Mädchen. Besonders die Jüngere hat furchtbare Angst vor denen. Da müsste man erst mal wissen, was die miteinander zu tun haben. Die Mädchen in dieser Tulio. Vielleicht stecken die ja unter einer Decke. Nö. Weiß man ja nicht. Glaube ich nicht. Nee. Hat die viel zu viel Angst für. Ich glaube, der Kerl will was von der. Die ist echt in Schwierigkeiten. Ich muss mal mit Frau Busch reden. Die kennt die beiden besser. Gut. Na, ich sag zu dem Typ, na gut, aber ich verwahr's dir nur für 3 Stunden, wo du gesagt hast. Ist nämlich sonst ein echt netter Typ. Verstehst du? Aber was soll ich dir sagen? Der Typ lässt mich hängen, lässt sich nicht blicken. Und jetzt das Schönste. Ich komme in eine Kontrolle. Die Sitte schleppt uns auf die Wache. 4 Frauen, alles ausräumen. Und so haben sie den Scheißstoff bei mir gefunden. Was sagst du dazu? Finger weg von den Zeitungen, Finchen! Und, haben sie den Stoff abgenommen? Na klar, was denkst denn du? Aber wenn es das gewesen wäre, der Stress kommt erst noch. Ich kriege eine Anzeige von wegen Dealen und so. Echt, eine Anzeige? Ja. Und nicht die Kaugummi, mach wieder zu, Finchen. Klar, eine Anzeige. Ein Prozess und ein Urteil. Das sollst du nicht glauben, ist aber wahr. Ein Urteil, eine Geldstrafe oder was? Nee, Bau. 30 Tage. Das ist in Klacks klar, aber... Komm, hier.
Wir waren doch echt mal super Freundinnen, du und ich, oder? Ja, schon, aber... Verstehst du, für mich sind 30 Tage nichts, außer dass kleine Knete reinkommt. Aber für Finchen. Und du kennst ja die Freundinnen. Ach Gott, ein Kind, nee, nee. Oh Gott, das wird mir zu viel. Solche Sprüche. Ist ja bei mir auch nicht anders. Ich stehe den ganzen Tag im Laden, abends in der Disco. In meinem Leben ist kein Platz für... Ach, lass doch mal die Süßigkeiten, Finchen. Ach, kein Platz für ein Kind, sagst du. Du wolltest doch immer mal ein Kind haben, oder? Du warst immer ganz versessen drauf. So kannst du dich doch wohl nicht verändert haben. Das ist verdammt lange her. Ich sag dir doch, ich habe keine andere gefunden, sonst wäre ich doch nicht hier. Übrigens, da sind Finchens Klamotten. Alles, was das Kind braucht. Frau Rumbrecht? Ja, danke. 4,80 Mark. Muss mal schauen, ob ich die Quellen habe. Josie? Josie, du kannst doch nicht einfach... Hätten wir die Anmoderation noch härter machen müssen. Ich meine, es knallt irgendwie noch nicht genug rein. Finde ich nicht. Es klingt super professionell so. Außerdem ist die Eifersuchtsgeschichte von Tom doch echt super. Wie das Pärchen sich gefetzt hat. Bloß weil Tom behauptet hat, er kennt das Mädchen. Aus welchen Ideen musste mal kommen. Was ist, wenn die anderen paar Ideen mehr hatten? Und die Sendung ist verdammt knapp geworden. Lieber kurz und knapp, als zu viel unnützes Gelaber. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir den ersten Preis holen. Typisch Felix. Selbstzweifel sind hier völlig unbekannt. Wetten wir um eine Flasche Shampoos, dass wir gewinnen? Okay, und wenn wir gewinnen, zahle ich den Shampoos. Hey, hey, hey. Hey. Frau Behrens, kann ich Sie mal kurz sprechen? Oh, oh. Ich hab gedacht, der Radiowettbewerb wäre vorerst erstmal abgeschlossen. Es wäre schön, wenn du deine Kraft jetzt wieder in den normalen Unterricht stecken würdest, anstatt hier rumzufeiern. Entschuldige, aber ich habe 2 Freistunden. Und bei der CNC ist Bio entfallen. Und das weißt du. Und nachher werden wir schön brav in die Schule rübermarschieren. Ja, du ja. Sag mal, was soll denn eigentlich dein Misstrauen? Ich meine, dass wir neugierig sind, wie der Wettbewerb ausgefallen ist, ist doch klar. Und jetzt haben wir uns drüber unterhalten. Außerdem finde ich es gut, wenn die Kids sich so engagieren. Na, wenn sie im Unterricht genauso engagiert sind. Du weißt genauso gut wie ich, dass die Mist die Prüfungen zur mittleren Reife anstehen. Entschuldige, ich bin nur ein bisschen gereizt. Na schön, schon in Ordnung. Übrigens, hattest du gar nicht so Unrecht mit deinem Misstrauensvorwurf vorhin. Ja, ich hatte den Eindruck, dass du diese Beziehung zu Simon immer noch nicht abgebrochen hast. Ach, deswegen das ganze Theater. Ich bin halt auch nur ein Mann. Ne? Hallo. Sind Theresa und Mariella da? Theresa ist vorhin raus und Mariella ist die ganze Zeit in ihrem Zimmer. Die reden kein Wort mit mir. Also ehrlich gesagt, ich habe mir unsere Frauen-WG ein bisschen anders vorgestellt. Waren die bei Ihnen auch so daneben? Eine richtige Friedhofsstimmung hier in der Wohnung. Da setze ich mich lieber planmäßig in Richtung Schule ab. Tschüss. Mariella! Ihr habt das Ding ja immer noch. Was ist nur los mit euch? Wo wollt ihr denn hingehen? Mariella, ich will dir doch nur helfen. Verstehst du? Helfen! Help! Du hast doch Angst vor diesem Tullio. Warum? Ist das dein Verlobter gewesen? Mariella, wenn du willst, dass ich dir helfe, dann musst du mir schon sagen, was los ist. Sonst kann ich nichts für dich tun. No! Andiamo. Oh, Frau Busch.
ihr wollt weg? Wo wollt ihr denn hin? Irgendwohin. Ihr glaubt doch nicht, dass ich euch einfach so weglasse. Ich will jetzt wissen, woran ich bin. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, dann weiß ich vielleicht eine Möglichkeit. Ein Haus ganz weit weg vom Marienhof. Also ihr müsst mir natürlich zuerst sagen, was los ist. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. La verità. Was ist mit Tullio? Also, Mariella war mit Tullio verlobt. Das stimmt. Non è stato lui che mi ha lasciata. Sono stata io a lasciarlo. Sie sagt, sie hat ihn verlassen. Nicht umgekehrt. Weil sie gemerkt hat, dass er Geschäfte mit der Cosa Nostra macht. Sì, Cosa Nostra. Er und sein Vater, die ganze Familie. Wie ist sie denn dahinter gekommen? Ogni tanto lui mi ha detto di incontrarci, ma poi non è venuto. Lasciami raccontare. Manchmal hat Tullio sich mit ihr verabredet und ist zu den Verabredungen nicht gekommen. Und dann wollte er von ihr, dass sie sagt, wenn jemand sie fragen würde, dass er trotzdem mit ihm zusammen gewesen ist. Er hat sich also ein Alibi verschafft. Ja, genau. Und an den Abenden, wo Tullio nicht zu den Verabredungen kam, haben die Felder gebrannt. Die Felder gebrannt? Sie haben Benzin über die Felder der Bauern geschüttet und dann abgebrannt. Die ganze Ernte. Die Felder waren nichts mehr wert. Und dann haben sie den Bauern ein Angebot gemacht. Die Felder billig abgekauft. Und dann an Baufirmen weiterverkauft. Der Mann ist ja wirklich gefährlich. Das ist ja organisiertes Verbrechen. Das hat Mariella auch gesagt. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Was Mariella ihm das gesagt hat? Er hat sie ausgelacht. Und dann kam es. Zwei Vettern von Tullio sind von der Polizei verhaftet worden. Wegen Brandstiftung. Und in derselben Nacht fanden wir einen Zettel. Da stand drauf, wenn Mariella einen Ton sagen würde, würde Blut fließen. Das Blut unserer Familie. Und dann ist sie geflohen. Ja. Es blieb uns nicht anders übrig. Denn Mariella hätte die Wahrheit gesagt, wenn die Polizei sie verhört hätte. Aber warum verfolgt er euch dann immer noch? Mariella hatte Tullios kleinen Taschencomputer mitgenommen. Da hat er seine ganzen Adressen und Termine drin. Alle, verstehen Sie? Ein Organizer. Ein was? Nein, ein Taschencomputer. Mariella hat es mir gezeigt, das ist so ein kleines elektronisches Ding. Da hat er seine Adressen und Termine drin und so weiter. Also ein Organizer. Von mir aus auch ein Organizer. Und warum gehen Sie damit nicht zur Polizei mit dem Ding? Dann hätten die doch vielleicht was, um gegen ihn vorzugehen. Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Aber das wollen die unter keinen Umständen. Weil sie dann seiner Rache ausgeliefert wären. Und weil ein Sizilianer nie zur Polizei geht. Niemals, haben sie gesagt. Ich kann es auch nicht verstehen, aber sie meinten mit so einem Taschencomputer. Organizer. Da hätten sie einen Pfand. Ein Pfand für ihre Sicherheit. Ein Pfand? Ein Pfand also? Ja. Ja, und jetzt habe ich den Mädchen versprochen, mit Tullio darüber zu verhandeln. Sie? Mit einem Gangster verhandeln? Theresa und Mariella können das nicht tun, das wäre viel zu gefährlich. Aber ich? Was habe ich schon zu verlieren? Meine Herren. Ja. Aber wir müssen irgendwas unternehmen. Was denn? Wir müssen die Mädchen in Sicherheit bringen. Die müssen weg sein, wenn sie mit denen verhandeln. Da habe ich mir schon was überlegt. Mein Vater, Gessner, der hat ein Haus am Tegernsee. Da können die bleiben, da sind sie in Sicherheit. Das ist gut. Sie.
4 macht 18 mal 3. Gut. Stimmt so. Danke. Mama. Eismama. Ach, ich bin doch nicht deine Mama, Fähnchen. Eismama. Du bekommst dein Eis, wenn du Hilde zu mir sagst. Einverstanden? Eismama. Du kriegst dein Eis. Wer ist denn das? Das ist Fienchen. Ja, und wer ist Fienchen? Tochter von Josie. Josie kennst du doch. Du weißt schon. Ach so, Josie. Und was hast du jetzt mit Fienchen vor? Ich passe ein paar Tage auf sie auf. Ach, du passt ein paar Tage auf sie auf. Das hört man aber wirklich gerne. Bist du jetzt mein Papa? Also jetzt pass mal auf. Ich bin hier mitten im Geschäft, habe alle Hände voll zu tun und außerdem bin ich in einem sehr komplizierten Kriminalfall. Und da kommst du mit diesem Kind Komm, hier... Komm, Fienchen, wir gehen nach Hause. Der Papa arbeitet an einem sehr komplizierten Kriminalfall. Hm. Komm, Schatz, nimm's. Papa, das wüsste ich aber. Die beobachten unser Haus. Ja, sieht ganz so aus. Was wollen die? Weiß ich nicht, aber das kriege ich raus. Was hast du vor? Ich werde sie fragen, was sie wollen. Ganz einfach. Peter, das sind Verbrecher. Die Verbrecher, mit denen du verhandeln willst. Du willst doch mit Tullio verhandeln, oder? Ja. Ja, dann gehe ich jetzt hin und frage, was sie eigentlich wollen. Mach einen Termin aus, wann und wo ihr euch sprecht. In Ordnung so? Ich werde vorschlagen, heute Abend im Wilden Mann. Da seid ihr unter Leuten, kann dir nichts passieren. Und ich bring dich hin. Meinst du? Du willst doch. Aber ich hab dir doch schon den ganzen Abend Geschichten vorgelesen, Fienchen. Die mit dem Eisbär. Es ist 9 Uhr durch. Du musst doch langsam mal ins Bett. Ein Puzzle machen. Na gut, noch einmal. Hm? Den anderen. Welches andere? Hier ist doch nur das eine. Da. Da. Sehr interessant. Josie schreibt, dass Fienchen nur in der Hängematte schläft. Wenn sie überhaupt schläft. Die sieht mir noch gar nicht nach Schlafen aus. Ist doch kein Wunder. Bisher hatte sie auch noch nicht ihre Hängematte. Was soll ich damit? Mir aufhängen helfen. Aber, Signore, bitte Sie. Angst? Wovor soll Mariella Angst haben? Vor Ihnen. Das arme Mädchen. Ich glaube, sie ist nur ein bisschen... Ein bisschen verwirrt ist sie. Das ist es. Ich glaube nicht, dass es nur das ist. Signora, vielleicht können Sie das nicht verstehen. Aber ich war die erste große Liebe in Ihrem Leben. Und ich habe Sie sehr enttäuscht. Und da kommen Sie einfach nicht darüber hinweg. Verstehen Sie? Ach, Sie haben Sie sehr enttäuscht. Ah. Sie war nur so jung, so klein. Ein Kind fast noch. Und sie kam einfach nicht darüber hinweg, als sie etwas mit einer anderen Frau anfing. Da brach ihre kleine Welt zusammen. Weil sie dachte, nun sie sah sich schon als meine Frau. Und jetzt erpresst sie mich mit meinem Terminkalender.
Ihrem Organizer? Sie, meine Organizer. Und deshalb verfolgen Sie sie bis nach Deutschland? Wir Sizilianer sind ebenso, Signora. Da waren alle Termine mit Mariella darin notiert. Eine paar andere Adressen, von anderen Mädchen, Sie verstehen. Und verstehen Sie, diese Frau, mit der ich zusammen bin, wir wollen heiraten. Und das ist sehr schlecht bei uns in Ragusa, wenn da noch so eine kleine Geschichte dazwischen ist. Verstehen Sie? Das ist es. Mein Ruf. Sie wollen also von Mariella nur den Organizer, stimmt's? Und wer garantiert mir, dass Sie die beiden in Ruhe lassen, wenn Sie ihnen das Ding geben? Meine Wort, Signora. Meine Wort. Ihr Wort. Signora, wissen Sie, wie man bei uns in Sizilien sagt? Wem das Huhn gehört, dem gehört das Ei. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Wissen Sie auch nicht, was man bei uns in Sizilien mit Eierdieben macht? Dann können Sie sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, wie es dem geht, der das Huhn klaut. Ich werde mit Teresa und Mariella darüber reden. Ich bitte darum. Ich sage Ihnen dann morgen Abend, was die beiden dazu meinen. Morgen Abend ist ein bisschen sehr spät. Und wer garantiert mir überhaupt, dass Sie sie treffen? Mein Wort. Wir treffen uns morgen wieder hier. Um 9. Entweder morgen Abend oder gar nicht. Inge in gefährlicher Mission. Sie riskiert, dass der Marienhof abgefackelt wird. Bewahren Sie Ruhe. Bis zum nächsten Marienhof.